Demokratie, ein Traum, mit dickem Fragezeichen. Unter diesem Titel stellt Max Frisch bohrende Fragen, Fragen zum scheinbar doch Fraglosen, nämlich, dass wir hierzulande Demokratie haben. Nur, wie schaut sie aus in Wirklichkeit? Die unbequemen Fragen des radikalen Demokraten Frisch. Er hat sie zunächst an einer Veranstaltung in Boswil gestellt, danach in der Autorenzeitschrift Einspruch publiziert. Dort wurden sie ergänzt um Antworten anderer Autorinnen und Autoren, wie Peter Bixel, Hartmut von Hentig oder Dorothee Sölle. Diese Fragen, diese Debatte, greift die Passage 2 jetzt auf. Sie hören Max Frisch im Gespräch mit Jacques Billet und mit Hans Sahner. Der Westschweizer Journalist Jacques Billet ist Chefredaktor des Wochenmagazins Lepto, das immer wieder mit gut recherchierten Geschichten die Kreise der Mächtigen hartnäckig stört. Zuletzt etwa im Fall der Bundesrätin Kopp und im Fall von Bundesanwalt Gerber. Der Basler Philosoph Hans Sahner befasst sich seit Jahren mit dem Verfall der Demokratie, wie er es nennt, und mit den Konsequenzen für kritische Bürger bei uns. Zur Exposition, sozusagen als Knochen, an dem wir dann zu nagen haben, formuliert Max Frisch zunächst noch einmal seine Fragen. Wer in unserer Gegend aufgewachsen ist, gleichgültig in welcher Steuerklasse, weiß, dass wir Demokratie haben. In der Volksschule ist man sogar überzeugt, die Demokratie sei am Vierwaldstättersee erfunden worden. Was jedenfalls die Demokratie ausmacht. Es ist die Mehrheit, die entscheidet. Die Minderheit hat sich zu fügen, aber sie behält das Stimmrecht und somit die Freiheit. Das weiß ich, seit ich hören kann. Was die Schweiz betrifft, so haben wir nicht nur eine Demokratie wie andere, sondern die direkte Demokratie. Nicht bloß Wahlen, sondern Abstimmungen, Jahr rein und Jahr raus. Dazu die Volksinitiative und das Referendum. Und jeder rechte Schweizer ist stolz darauf, dass wir so etwas vorzuführen haben. Demokratie als Urnenvolksspiel. Wenn wir als kritische Schweizer verwiesen werden auf den real existierenden Sozialismus, der gemessen an der Sozialismus-Utopie eine Misere ist, und das wissen wir nicht bloß aus der bürgerlichen Presse, sondern aus eigener Besichtigung, eine Misere, ja, grau und trostlos. Ich meine, man kann nicht sprechen von dem real existierenden Sozialismus einerseits und unsererseits von Demokratie als Plakat, als Folklore und so weiter. Das bringt uns keine Einsichten, sondern wir haben auch unsererseits zu sprechen von der real existierenden Demokratie nach bürgerlicher Art. Nicht zu sprechen also wie zu irgendeiner Feierstunde irgendein Bundesrat, der, als sei er noch nie einer Lobby begegnet, das Volk unumwunden als souverän bezeichnet. Und der Souverän beklatscht sich dazu. Die Frage, die ich Ihnen unterbreiten möchte, weil sie mich ratlos macht, ist grundsätzlich die gleiche Frage, wie sie sich im Hinblick auf die Misere des real existierenden Sozialismus stellt. Dort heißt sie: Ist die Misere dort nur die Folge eines temporären Versagens, sozusagen ein lokalhistorisches Happening, Stalin, oder ist sie zwangsläufig? Was heißen würde, dass die Sozialismus-Utopie, ausgesetzt der menschlichen Natur, also der Kanaille, die der Mensch wohl sein kann, immer und überall scheitern muss. Das gilt für viele als ausgemacht. Die grundsätzliche Frage an uns: Kann unsere Demokratie-Utopie, ausgesetzt der menschlichen Natur, also der Kanaille, die der Mensch in der Mehrheit ist, zu etwas anderem führen als zu der real existierenden Demokratie der Lobbys, getarnt durch Folklore? Oder mit anderen Worten, wie viel wirkliche Demokratie, Volk als Souverän, ist im real existierenden Kapitalismus überhaupt möglich? Wer regiert die Schweiz? Das ist ein Titel von Hans Jenny, ein nützliches Buch und wenig verbreitet. Mögen wir denn wissen, wer uns regiert? Ein folgender Titel von Hans Jenny macht neugieriger, obschon es im Grunde genau dieselbe Frage ist: Wem gehört die Schweiz? Zum Beispiel:
Ein 0,5% der Schweizer besitzt die Hälfte des versteuerten Gesamtvermögens. Das heißt, von 200 Eidgenossen besitzt ein Eidgenosse so viel wie die 199 anderen. Oder unter 10 Eidgenossen ist es ein Eidgenosse, der 80% der Immobilien besitzt. Demokratie, ein Traum. Ich erinnere mich, wie ich als Gymnasiast neben dem Pult zu stehen und den Vers vorzulesen hatte: Mehrheit ist der Unsinn. Und weiter: Verstand ist stets bei wenigen nur gewesen. Ich war empört, Klassiker hin oder her, und wurde dann belehrt, das sage ja nicht Friedrich Schiller, der uns den Tell so bühnenwirksam vermacht hat, nein, sondern es ist ein Fürst, der so redet, ein Zarenhöfling. Das musste ich einsehen, aber solche Verse verletzten ein Tabu in mir, und es blieb, als ich mich widersetzen durfte, meine Empörung als Schweizer über den Satz: Mehrheit ist der Unsinn. Wieso eigentlich entscheidet die numerische Mehrheit? Das halte ich heute für eine anständige Frage. Wieso hat die Mehrheit denn Recht? Einmal angenommen, es sei die Mehrheit, die tatsächlich entscheidet, etwa über Rüstung oder in der Wirtschaft überhaupt. Weiß denn die Mehrheit, worüber sie zu entscheiden hat? Wer unterrichtet sie, das heißt, wer hat die Medienkonzerne, um sie zu unterrichten? Zum Beispiel vor der Abstimmung über eine Bankeninitiative, die das schweizerische Bankgeheimnis vorsichtig in Frage stellt, oder vor einer Abstimmung über Mieterschutz, oder vor der Abstimmung über eine Volksinitiative gegen Bodenspekulation und so fort. Einerseits die Mehrheit zu entthronen, und sei es auch bloß gedanklich, nämlich durch den Zweifel, ob denn die Mehrheit richtiger für das Gemeinwohl entscheide als eine Minderheit, führt natürlich auf einen sehr gefährlichen Grat. Abgrund links und Abgrund rechts, ich weiß. Links die Einheitspartei im Namen des Volkes, das sie entmündigt, rechts jede Art von Militärjunta. Andererseits, indem wir uns jeden Zweifel an der politischen Kompetenz der numerischen Mehrheit verbieten und nur noch Fernsehen, schützt uns das vor dem Versagen unserer parlamentarischen Lobbydemokratie? Ich bin nun gespannt auf Ihre offenen Antworten. Hinzu kommt, dass die Mehrheit der Stimmberechtigten in unserem Land gar nicht mehr zur Urne geht. Kein Parlamentarier, kein Regierungsrat in der Schweiz darf sagen, er sei von einer Mehrheit der Stimmberechtigten gewählt. Bei den letzten eidgenössischen Wahlen betrug die Stimmbeteiligung etwa 47%. Das war höher als üblich. In einem Kanton wurden die Ständeräte gewählt mit einer Stimmbeteiligung von 22%. Was heißt da noch Mehrheit? Da genügen 12% zu einer Ständeratswahl. Und wozu eigentlich tun wir so, als glaubten wir, die Mehrheit entscheide? Als wüssten wir nicht, was die Mehrheit im Lande, die eben deswegen nicht mehr zur Urne geht, selbstverständlich findet, nämlich de facto, aber wenn möglich durch demokratische Folklore getarnt, entscheidet ohnehin die Macht, in der freien Welt also, das Kapital. Warum darf man das nicht zugeben? Könige und Fürsten prunken mit der Macht. Was wir an ihrer Stelle haben, ist nicht Liberté, Fraternité, sondern ein rechtsstaatlicher Apparat in Perfektion, der sich mit einiger Pfiffigkeit so handhaben lässt, dass die Machtausübung allemal als demokratisch erscheint. Was hierzulande und zur Zeit und der Politik verstanden wird: Pfiffigkeit. Wie ergatterst du eine numerische Mehrheit, um deine Herrschaft auszuüben, ohne dass das Stimmvolk es durchschaut? Soweit Max Frisch zur Frage Demokratie, ein Traum, als Einleitung zu unserer Diskussion. Im Studio jetzt also Max Frisch, Jacques Billet und Hans Sahne. Der Mensch eine Kanaille.
der real existierende Kapitalismus von wahrer Demokratie ebenso weit entfernt wie der real existierende Sozialismus von der Sozialismus-Utopie, da fehlt's ja gewiss nicht an hintergründiger und an plakativer Provokation. Wie ist das genau mit Mehrheit und Minderheit? Zweifelt wer an der Mehrheitsregel zweifelt, der nicht fundamental am Gleichheitsgebot, One Man, One Vote? Und ist das nicht eine Errungenschaft der Aufklärung? Was wäre die Alternative? Hans Sahner? Ja, ich würde vielleicht ein paar Dinge unterscheiden. Das eine, das Grundsätzliche, dass Mehrheit eine Kategorie der Quantität ist. Vernünftige Politik machen, gute, gerechte Politik machen, aber eine Sache der Qualität. Das heißt, eine Kategorie der Quantität kann gar nicht zur Qualität führen. Es ist etwas anderes. Nun aber ein zweiter Punkt. Man muss unterscheiden zwischen dem Mehrheitsprinzip und der Herausbildung von Mehrheiten. Die Herausbildung von Mehrheiten, die kann ganz undemokratisch sein. Dort liegt die Pfiffigkeit. Das Mehrheitsprinzip als solches ist doch vielleicht ein Prinzip der Gerechtigkeit auch und auch der politischen Freiheit. Weil es nämlich in sich schließt, dass es keine Klasse im Volk geben soll. Das gehört zur Utopie, die Politik nur zu erleiden hat. Und drum würde ich sagen, beim ganzen Malaise, bei den ganzen schlechten Erfahrungen, die wir machen mit der Herausbildung der Mehrheiten, also wirklich mit der Pfiffigkeit der Politiker und der Dummheit, wenn man es sagen darf, des Volkes, genügen die schlechten Erfahrungen dennoch nicht, um das Mehrheitsprinzip aufzugeben. Jacques Bille. Beim Mehrheitsprinzip, ich bin Roman, ich gehöre einer Minderheit in der Schweiz. Und ich stelle die Frage so, wir nehmen jetzt an, dieses Mehrheitsprinzip, wir sind Schweizer und wir nehmen die Entscheide der Schweiz an. Wie lange noch? Das hängt nicht von der Zahl ab. Das hängt vom Gefühl der Zugehörigkeit ab. Ich meine, wir sind eine Minderheit und wir spielen mit, aber nur solange wir ein klares Bild haben, was ist dieses Land, lohnt dieses Land noch dieses Spiel? Gibt es noch einen freien Raum für uns? Haben wir noch die grundsätzlichen Rechte in diesem Land? Das sind die Grundfrage für mich. Aber ich möchte auch sagen, das ist immer gefährlich, mit dem Prinzip der Demokratie zu spielen. Vielleicht ist unsere Demokratie heute gefährdet. Vielleicht ist sie tiefkrank. Vielleicht ist sie trocken geworden, veraltet geworden. Aber grundsätzlich möchte ich sagen, man darf nicht auf dem Prinzip selbst der Demokratie kommen. Also was die Frage von Max Frisch ist für Sie doch eine Tabuverletzung in dem Sinn. Eine Art doch. Ich denke heute, was passiert eben jetzt in der europäischen Nachbarschaft, in Ungarn zum Beispiel, kämpfen heute die Leute für die Demokratie, für eine Demokratie nach unserer Art, formell gesagt. Die Leute wollen freien Wahlen, sie wollen Stimmrecht, sie wollen mehrere Parteien und sie kämpfen dafür. Und man soll doch solidarisch auch mit dieser Kämpfe bleiben. Aber wenn das Prinzip für mich absolut gültig bleibt, bedeutet das nicht, dass ich nicht ganz scharfe Fragen nicht annehme. Und man soll diese Fragen stellen. Das ist jetzt schon bei der ersten Runde eins klar geworden, was ich selber versuchte klarzumachen. Wir haben zwei Fragen auf dem Tisch. Eben das Mehrheitsprinzip, ist das tabu, ist es einfach gültig? Und das andere ist, wie wird Mehrheit hergestellt, wie lange macht man als Minderheit mit? Gehe ich mal auf das ein von Ihnen, Herr Bille. Sie sagen, als Westschweizer sind Sie
mal ziemlich definitiv in einer Minderheit jetzt, wenn eine Auseinandersetzung so wäre, dass der Westschweizer Ja sagen muss und der Deutschschweizer müsste Nein dazu sagen, als solcher. In dieser Situation der Zugehörigkeit zu einer Minderheit bin ich wie viele andere auch. Ich erinnere mich kaum aus der Zeit, dass ich abstimmte. Zum Teil habe ich mir das abgewöhnt durch Auslandaufenthalte, zum Teil dann später durch schlichte Einsicht, bin ich immer in einer verschwindenden Minderheit. Die ist aber sehr wichtig, denn wir sind das Feigenblatt für die leider nicht verschwindende Macht. Nicht Mehrheit, Macht. Also kann man sagen, wie lang machen wir das mit? Das wäre jetzt ganz kurz parteipolitisch gesprochen, wie lang macht eine sozialdemokratische Partei im Bundesrat mit, wo sie auf kollegiale Weise über Jahrzehnte hin dauernd an den Rand gedrängt wird, überstimmt wird, aber es lohnt sich für sie noch aus dem Gefühl der Zugehörigkeit, wie Sie sagen, als Swiss Roman, immerhin noch besser mit denen, obschon sie keine Chance haben, je die Stimmmehrheit zu haben. Also es gibt eine Zugehörigkeit, Loyalität von der Minderheit her. Und nun will ich da auch nicht tun, als ob ich es wüsste, aber ich könnte mir denken, dass die schwierig wird, wenn auf der Seite der Macht die Arroganz ein zürcherisches Ausmaß annimmt. Also das, was wir haben. Und nun das andere zum Philosophen hier. Ich bin sehr froh, dass Sie da sind, weil ich immer sehr froh bin, wenn Leute klarer denken können. Das Mehrheitsprinzip, nun gibt es doch Situationen, wo man tatsächlich, jetzt komme ich ganz praktischen, nicht recht weiß, was antworten. Also, wenn mich eine Frau fragt, ich komme jetzt sehr populistisch, bin da in einer Skigondel gewesen mit meiner Freundin und da waren 12 betrunkene Skifahrer und sie 2 Frauen, Mehrheitsverhältnisse sehr, sehr klar. Und die haben versucht, an der Schaukel zu gondeln, der Fahrenden, tödliche Gefahr für alle. Selbst wenn die Besoffenen noch bereit gewesen wären zu einem Urnengang in dieser Kabine, so hätten sie halt weitergeschaukelt. Darf diese Mehrheit, diese 2 anderen, nur weil die Mehrheit ihre Todesgefährdung nicht sieht, jetzt gehen wir von der Gondel weg, nur die Todesgefährdung nicht sieht und mit der Armee schaukeln, nicht mit der Gondel, nicht? Dürfen die das einfach bestimmen? Oder das andere simple Beispiel, eine Skihütte, wir sind ziemlich eingeschneit, ziemlich hoch oben und da kann ich mich als Asthmatiker zur Verfügung stellen, es sind 10 Leute drin, jetzt hätten wir das Glück, wir haben 6 Nichtraucher, darunter richtige Asthmatiker und sagen, bitte hört auf, das ist für uns, ihr könnt da rausgehen, kurz für die Zigarette. Gut, ein anderes Mal sind es halt 6 Raucher und 3 Asthmatiker und einer, der sonst nicht raucht, das entscheidet die Mehrheit. Das heißt, der Asthmatiker kann überhaupt draußen schlafen und übernachten, wenn sie hier rauchen, nicht? Den trifft es total und die anderen trifft es nicht total. Also so einfach geht es nicht wie in der Schule, Mehrheit hat Recht, Mehrheit. Das müsste man nun auf der höheren Ebene, ich komme so mit einfachen Beispielen. Das Beispiel zeigt deutlich, die Demokratie kann leben nur, wenn die Mehrheit die Meinung der Minderheit in Betracht nimmt, natürlich, und ehrlich in Betracht nimmt. Sonst kommt die Macht der Arroganz, wie Sie sagen. Und die Art der Verhältnisse, der Beziehungen zwischen Mehrheit und Minderheit ist so wichtig wie die Macht selbst. Ja, ich würde auch sagen, dass es entscheidend ist, also dass sich die Demokratie das Mehrheitsprinzip zulegt, heißt nicht, dass sie eine Mehrheitsdiktatur durchspielt, sondern dass sie die Mehrheit dazu bringen möchte, dass sie gewillt ist, auf Minderheiten Rücksicht zu nehmen. Das ist der Punkt. So, dass also ein Zusammenleben eben mit der Minderheit einer anderen Nationalität oder Sprachgruppe eigentlich auch aus dem Willen der Mehrheit heraus möglich sein sollte. Nun sind die Beispiele, die Max Frisch gebracht hat, also gleichsam auf den Sinn hinterfragt, natürlich noch anderer Art.
Und das ist das, es könnte durchaus sein, dass die eigentlich einflussreichen, ob es nun die vielen oder die wenigen seien, eine wahnsinnige Politik betreiben, im Grunde genommen, und die Mittel finden, sie mehrheitsfähig zu machen oder so minderheitsfähig zu halten, dass sie sich dennoch durchsetzen können, obwohl sie nicht in Wahrheit die Mehrheit erreichen. Was kann man gegen die Wiedervernunft in der Politik tun? Das scheint mir nun sehr heiß, diese Frage. So wie Sie es jetzt machen, also als Wunschvorstellung, mit der gehe ich voll und ganz mit, sagen wir mal, eine weise Mehrheit. Ja. Eine Mehrheit, die die Qualität von Le Bon Pense hat. Ja. Das ist dass diese Mehrheit, die auch sagt, und nicht nur, weil sie Angst hat, dass die vielleicht den Verkehr stören, die Minderheit, oder nicht gut arbeiten, also nicht aus direktem Interesse, sondern weil sie sich richtig verbindlich verantwortlich fühlen für das Gemeinwohl, nicht? Ja. Und also auch von sich aus bereit sind, jetzt wir Raucher verzichten jetzt auf dieses Vergnügen, was wir haben, denn sonst geht's überhaupt nicht. Also das ist also die Kultiviertheit der Mehrheit. Und dort kommen wir dann sehr bald zu der Frage, also wenn wir das erreichen und anstreben, das müssen wir anstreben, gut, wenn wir das nicht erreichen, sondern wenn wir eine Mehrheit haben, die sich nur noch herstellen lässt durch eine irrsinnige PR-Aktion des Geldes, und das ist heute der Fall, dieser Mehrheit können Sie nicht diese sittliche Attitüde erwarten. Sagt ihr? Um diese gute Beziehung zwischen Mehrheit und Minderheit zu haben, brauchen wir natürlich auch vielleicht gemeinsame Werte, trotz der verschiedenen Meinungen. Und die Grundfrage für mich ist, wo sind diese gemeinsame grundsätzliche Werte in unserem Land? Das ist vielleicht die wichtigste Frage. Man könnte darüber sprechen in der Hinsicht Roman des Sinois Suisse Allemand, aber man könnte natürlich das zwischen links und rechts und alle Gruppen der Gesellschaften. Aber Sie sagen, die Macht des Geldes zerstört die Demokratie. Und wir sehen, ich glaube, alle ganz klar diese Gefahr mit der PR-Agentur und alles. Man sieht immer neue Entwicklung dieser Problematik. Aber ich glaube, man muss auch gestehen, es gibt andere Gefahren für die Demokratie heute, die bei dem einfachen Bürger auch liegen. Das sich heraushalten des Schweizer Bürgers heute ist wirklich ein ganz tiefes Phänomen. Und warum der Bürger so weit von der Bühne hält, man muss wirklich darüber diskutieren. Und was denken Sie, sind die Gründe? Die Gründe sind natürlich Individualismus und eine gewisse Reichtum. Das sind Schlüssel für eine Antwort. Aber das genügt nicht. Ich glaube, die Schweizer sehen keine Zukunft für ihres Land. Sie wollen den heutigen Zustand verteidigen. Aber sie sehen keine Perspektive. Sie haben kein Grand Dessin, keine große Perspektive für die Zukunft. Was wollen wir ändern? Wohin wollen wir gehen? Vorgestern. Ja, nach vorgestern, das ist die Frage. Und in diese Bedingungen kann man nicht so die Demokratie wirklich schätzen. Was heißt Demokratie? Die Mitwirkung des Bürgers in der Gesellschaft. Aber mitwirken? Warum? Warum? Wozu? Mit welchem Zweck? Mit welchem Ziel? Noch etwas anders. Man muss auch die Wirklichkeit des Landes sehen und manchmal auch die Wirklichkeit der Straße. Gehen wir einmal am Samstagabend um 7 Uhr auf einer Stadtstraße und gucken wir die Gesichter der Leute an. Kommen Sie einmal in Genf zum Beispiel. Sie werden sehen, die meisten der Leute, die hin und her gehen auf der Straße, sind kein Stimmbürger. Ein Viertel der Bevölkerung in Genf sind Ausländer.
dann, wer sind diese Leute, die etwas schaffen, die ins Kino gehen oder die Freunde besuchen? Das sind jüngere Leute. Diese jüngere Leute stimmen nicht mehr. Also, ich sehe mit Angst zwei Völker in der Schweiz. Ein älteres Volk vor dem Fernsehen, in der Vorstadt, in bequemen Wohnhäusern, und ein anderes Volk auf der Straße, der ganz andere Interessen hat, der andere Darstellungen im Kopf hat. Und hier sehe ich eine große Gefahr für die Schweiz. Ja, ich würde auch sagen, dass es so etwas wie einen Konsens über Werte in der Schweiz nicht gibt, es sei denn auf ganz banalem Niveau, und das ist der Reichtum. Das heißt, es träumt jeder davon, weil Reichtum mit einem Anflug von Freiheit verbunden ist. Also selbst das Suchen nach Reichtum hat eine ganz kleine demokratische Komponente. Und das hat zur Folge, ja, dass, was soll man sich erwünschen? Dass es besser geht, dass es finanziell besser geht. Das heißt, die Demokratie verkommt von einer eigentlich politischen Demokratie zu einer Art der Wirtschaftsdemokratie, die sie aber vielleicht von Anfang an war, wie sie gegründet worden ist. Und das ist das Heikle, dass halt Freiheit vielleicht Handelsfreiheit geheißen hat, ursprünglich. Und dass halt der politische Traum, der Traum vom Reichtum war, und dass also die ganze Werthaltigkeit dieser Demokratie ein bisschen leer ist. Jetzt Max Frisch. Sie hören die Passage 2, heute Max Frisch im Gespräch mit Jacques Billet und Hans Sarner über Demokratie im Verfall. Ja, heißt Freiheit nur Handelsfreiheit? Besteht der Erfolg der Demokratie, wie Peter Bixel geschrieben hat, besteht er nur darin, dass jeder Bürger das Recht hat, reich zu werden? Das Beispiel von der Gondel zuvor scheint mir treffend. Wie den Betrunkenen in der schaukelnden Gondel mangelt es doch den Mächtigen hier am Bewusstsein für die realen Gefahren, welche dem Leben drohen, seien es die ökologischen Großrisiken, sei es das Vernichtungspotenzial der modernen Rüstung. Was bedeutet das aber, wenn die Mächtigen blind bleiben? Leider juckt Radioaktivität nicht, sagt der Soziologe Ulrich Beck. Ist bei solcher Blindheit der Mächtigen und der schweigenden Mehrheit, ist da Ratlosigkeit und Resignation vielleicht unausweichlich, Hans Sarner? Sofern die Minderheit passiv bleibt. Aber sie könnte ja auch aktiv werden. Das heißt, sie könnte ja zu Strategien des Widerstands übergehen. Wir hatten ein ganz gutes Beispiel in der Nähe von Basel, Kaiser Augst. Es ist gar keine Frage, dass sehr lange Zeit die Mächtigen und ausnahmslos alle für das AKW Kaiser Augst war. Und das Kapital hat sich wirklich darum herum versammelt und es konnte sich nicht durchsetzen. Warum? Die Minderheit ist aktiv geworden, bewusst geworden und ist schließlich mehrheitsfähig geworden, zumindest in der Region. Und dann haben die scheinbar Stärkeren doch schließlich aufgegeben. Also das scheint mir wichtig zu sein, ob die Minderheit rein passiv ist, erleidend, oder ob sie aktiv wird. Ich möchte auf das nochmal zurückkommen, was Sie sagten. Was ist das große Ziel, was uns vereint? Das ist bei mir ein über 60 Jahre hingehendes Lied, das langsam melancholischer geworden ist. Dein Ziel über den Tag hinaus, eine Utopie, eine Wunschvorstellung, nicht? Und das ist zumindest seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist das im Versinken gewesen, sich so halten wie bisher. Nichts mitmachen, Europa nicht mitmachen, es bringt uns nichts, dass wir etwas bringen könnten, ist ein absolut unschweizerischer Gedanke geworden. Und auch jetzt, wie es tatsächlich ist, wenn Sie denken, gehen wir weit zurück, 18, da gab es doch das, was man nennen konnte, den roten Mob mit geballter Faust, der also politische Kraft war, die dann durch das Militär belehrt wurde, wer Herr im Haus ist. In Zürich erst recht und in Genf auch.
Den gibt's nun nicht mehr. Sondern wenn Sie in Locarno, weil ich dort in der Gegend wohne, gehe ich da hin und her. Was sich da durch diese Arkaden ödet und wälzt und drängt, sind lauter wohlgekleidete Leute, die in die Schaufenster schauen und dort feststellen, dass die im Schaufenster genauso gut gekleidet sind wie sie selbst. Löst also keine großen Wünsche aus. Gegessen haben sie schon. Dann schauen sie sich noch ein Goldgeschäft an. Und da will ich nun sagen, was das Elend ist. Es gibt das Elend einer Kaufkraft ohne eine große Hoffnung. Und das ist natürlich mit dem Demokratie zu machen, ist sehr schwer. Nun aber die Frage, wie ist es dazu gekommen? Da sind also gewisse Leute, die eine große Hoffnung hatten, also von einer humaneren Gesellschaft, dass die anderswo sehr missglückt ist, wissen wir noch nicht. Aber könnte bei uns sein, ist nun hat doch sehr gestaucht worden durch die Repression im Kleinen, im Großen, nicht durch Gulag, einfach die natürliche Entlassungsrepression, so dass eine Müdigkeit entstanden ist. Und jetzt kommt ja wieder, was Sahner erwähnt, gewisse gezielte Widerstände, und zwar was ich den gesitteten Widerstand nenne. Und zwar ist natürlich so, dass dieser Widerstand eine Potenz hat. Es sind ziemlich viel gescheite Leute dabei. Das ist die Voraussetzung, nicht? Für die Minderheit. In dieser Hinsicht erleben wir, glaube ich, entscheidende Zeiten. Ich denke an die Geldwäscherei-Affäre. Das ist doch ganz wichtig, was jetzt los ist. Die Frage ist, wollen die Schweizer wirklich ausmisten? Wollen wir etwas ändern? Wir haben natürlich immer gewusst, dass der Finanzplatz Schweiz schmutzige Schmuggel gehabt, aber jetzt haben wir die konkreten Beweise. Das ist doch eine tiefe Frage. Wir sind ein kleines Land, reich, friedlich, und wollen wir so bleiben mit unserer Armee an der Grenze bis noch viele Jahrhunderte? In der Zeit, wo unsere Nachbarn nicht nur die Kriege aufhören, aber etwas Gemeinsames aufbauen wollen. Ja, wir bauen ein Museum auf. Ja, es scheint mir auch, dass da etwas Wichtiges gefragt ist und getroffen ist. Und etwas überspitzt würde ich sagen, die Schweiz hat die Geschichte verloren. Sie schlicht und einfach aus dem Geschichtsprozess ausgetreten. Zu lange in der Loge der Weltgeschichte gehockt und sie ist ihr abhanden gekommen, die Geschichte. Und das ist nicht nur ein Problem, das wir allmählich zu sehen beginnen, sondern das haben mir gelegentlich Ausländer gesagt. Zum Beispiel kürzlich in Osteuropa. Ein Pole hat mir gesagt, weißt du, es ist schwer bei uns, aber wir durchleben einen Geschichtsprozess. Es ist gut bei euch, aber ihr habt die Geschichte verloren. Und das scheint mir das Problem zu sein. Darum haben wir auch kein Ziel. Wo soll's denn hin? Ist das nicht auch ein bisschen gefährlich, dass man jetzt sagt, wir haben Geschichte verloren, wir haben nur noch Kaufkraft ohne Hirn? Ich möchte aber einfach die Frage jetzt nochmal zuspitzen und dann eben auch aufs Menschenbilden. Die Schweiz hat dank großer Privilegien, dank großen historischen Zufällen, hat sie politische Freiheiten verwirklichen können. Sie hat eben auch viel von der Verallgemeinerung des Gleichheitsgebots und vom Prinzip Solidarität, dem Wohlfahrtsstaat, hat sie verwirklicht können. Der kleine Reichtum für alle. Und jetzt stellen wir fest, bei Brecht hieß es, zuerst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Das Fressen ist da, die Moral ist offenbar nicht gekommen, sondern es blieb beim Fressen und beim Verdauen, nicht? Und jetzt stellt sich diese Leere ein. Liegt das jetzt am Menschen oder liegt es an den falschen Ideen? Ich höre ein bisschen heraus, es müsste uns schlechter gehen vielleicht, eben wie den Polen, und dann würden wir wieder in den Geschichtsprozess eingehen. Nee, ich meine dieses ganz bewusste zur Seite stehen, überall, in der UNO, in Europa, in der Solidarität fast weltweit. Wenn's irgendwo den Völkern schlecht geht, dann ist die Schweiz bereit, zwar ziemlich aktiv zu helfen, wenn das aus der Gegenideologie kommt, wenn's denen da drüben schlecht geht, aber sonst im Allgemeinen ein nicht solidarisches Land. Und man kann diese Haltung nicht allzu lange einnehmen, ohne plötzlich draußen zu sein. Aber ich möchte eine Antwort zu dieser Behauptung, die Schweiz hat die Geschichte verloren, bringen. Aus der Geschichte ausgetreten, ja. Also nicht das Zurück verloren. Ja, aber,
ein Krieg ist nie für immer gewonnen oder verloren. Und natürlich habe ich auch diese Bemerkungen im Ausland gehört. Vor 15 Jahren habe ich einen jungen Anwalt in Spanien getroffen. Er sagte mir, ach, Sie sind Schweizer, der Arme. Die Schweiz ist ein fertiges Land, es gibt nichts mehr zu tun. Für mich, das wäre das Schlimmste, Schweizer zu sein. Der Anwalt hieß Felipe González. Aber ich bin nicht einverstanden. Die Schweiz könnte eine sehr schöne Zukunft haben. Wir sind eine Schaltstelle im Herzen Europas. Wir sind Schaltstelle für Geld. Aber man könnte auch Schaltstelle noch mehr für Ideen, für menschliche Austauschen sein. Wir haben doch einen Vorteil. Wir haben kein überdimensioniertes Ego, National-Ego. Die Franzosen haben ein riesiges Ego, die Engländer auch. Die Deutschen haben eine so schwierige, komplizierte Geschichte, dass manchmal sind die Deutschen nicht ganz bereit, diesen Dialog zu organisieren. Wir Schweiz als kleines Volk im Herzen Europas könnten eine große Rolle für die Entwicklung dieser Gemeinschaft spielen. Ja. Ja, dieser Subjunktiv, dieser Konjunktiv, wir könnten, jetzt spreche ich bewusst als Großvater, der diese Hoffnung als erwachsener Mensch, als Architekt und Schriftsteller und Intellektueller artikuliert hat, nicht als einziger, so ungefähr im Jahr 45, das ist ein ziemliches halbes Jahrhundert her, könnte, wäre möglich. Als das war, als es darum ging, zwischen den beiden sich trennenden Weltmächten, die uns gerettet haben, der Kalte Krieg kam, so war die Schweiz voran. All die armen Leute bei uns, die nicht in Stalingrad haben fallen dürfen, waren jetzt die Helden im Kalten Krieg. Dass die, was sie hätten können, ein Forum bauen, miteinander redet. Als ich zum ersten Mal aus dem Ostland zurückkam, das war im Jahr 48, konnte ich hier nicht reden mit jemand, öffentlich schon gar nicht. Ich konnte in Colorado, USA. Weil die fragten, wie ist das in Polen? Sag ich, das weiß ich nicht, aber sehr schwierig. So und so. Dieses könnte reicht mir nicht, wenn ich etwas geschieht. Wir können nicht immer, und auch höre auch nicht immer gern, dass wir ein kleines Land sind, sagen wir dann, wir sind ein unbedeutendes Land. Dann kommen wir der Wahrheit näher. Die Größe hat ja damit nicht so viel zu tun. Warum ist das verpasst worden? Und was wir jetzt reden, was ich rede, hat eine gewisse Ungerechtigkeit, die ich nicht will. Die Schweiz. Ich habe davor in den Vorfragen ein bisschen gesagt, wer regiert die Schweiz und wem gehört die Schweiz? Wer bestimmt die Schweiz? Wenn da etwas geändert würde, könnten wir uns vielleicht auf ein Ziel einigen? Wir hätten so, wir sehen Europa, alles. Aber wir können es nicht, solange diese Art Demokratie als Demokratie vorgeführt wird und im Allgemeinen fast ohne Brechschaden läuft. Wir reden immer über die Schweiz, wir reden über zwei verschiedene Schweizen. Sie sind herausgefordert, Schattenbinet. Ja, wem gehört die Schweiz? Die Frage wurde klargestellt und man hat schon ein paar gute Antworten bekommen in der letzten Zeit. Aber meine Frage wäre, sind die Bürger, die bescheidenen Bürger mit dieser Ordnung einverstanden oder nicht? Und warum ist die Schweizer Bevölkerung so konservativ? Das ist die Grundfrage. Wir hätten doch die Möglichkeit, gesetzlich eine andere Wirtschaft zu organisieren, wenn wir das wollen. Wir haben alle Mittel in der Hand, dank der Demokratie. Aber wir wollen das nicht, weil wir befürchten, dass wir vielleicht morgen schlimmer, nicht so gut leben. Und das ist immer dieser Konflikt zwischen die materiellen Werte und andere Werte. Und man muss nicht in dieser Problematik als Gefangene bleiben. Man muss doch einen Schritt weitermachen und man soll doch eine Zukunft zusammen zu suchen. Natürlich mit Widersprüchen, mit Konflikten, mit scharfen Diskussionen. Aber man soll dieses Ziel suchen. Sonst. Ja, wir sind ja dran, das zu suchen. Wir sind ja dran, und dass die Leute sagen, zufrieden sind,
Das gibt sicher eine ganz große Presse, die uns das klar macht. Auch in dieser Presse steht manchmal plötzlich eine Notiz, die habe ich mir sogar eingeprägt, die heißt: Selbstmord ist, es ist ein Drittel der Todesfälle von Schweizern zwischen 20 und 34. Ein Drittel. Die Ärztegesellschaft meint, das komme daher, dass die jungen Leute Mühe hätten, sich einzugliedern in diese Gesellschaft. Im gleichen Blatt steht in der nächsten Seite: weiterhin Aufschwung der schweizerischen Industrie. Das ist eine frohe Botschaft, wenn man sie nicht im Zusammenhang mit dem anderen sieht. Also wir müssen doch endlich mal, wir können doch dieses Land, diesen Patienten nicht einfach sterben lassen, indem wir sagen, du könntest ja Skifahren, du könntest, ne? Er kann nicht so, wie er jetzt ist, so wie er behandelt worden ist. Da gibt's größere Operationen, die also nötig sind. Mhm. Und ja, im Sinn der Demokratie. Ja. Ich neige eigentlich auch zu dieser harten Haltung und bin der Meinung, dass wenn man Bilanz zieht und hart Bilanz zieht, und zwar eben auf allen Ebenen, auf der Ebene des Volks, auf der Ebene des Parlaments, auf der Ebene der Exekutive, dass der Schluss eigentlich sein muss, dass diese Form der Demokratie gescheitert ist. Und man würde besser diese harte Haltung annehmen. Und dann wüsste man, jetzt muss man etwas Neues suchen und etwas Neues erfinden. Und man würde sich nicht vertrösten. Aber wir könnten, wir hätten und wir dürften und tun dann faktisch nichts. Ich höre diese Wörter mit Angst. Die Demokratie ist gescheitert, man soll etwas anders finden. Ja, was bedeutet etwas natürlich? Entschuldigung, wir haben nicht gesagt etwas anderes als Demokratie, sondern wir haben gesagt, die Demokratie finden. Die Demokratie finden. Also, wir lassen uns nicht, das höre ich lieber, von zwei, drei Parteien vorschreiben, was sie unter Demokratie verstehen, und etwas anderes gibt es nicht. Ja. Wissen Sie, wir sind sehr empfindlich in der französischen Zeit mit diesem Thema, weil in Frankreich in der 30er Jahre haben sehr brillante Intellektuellen solche Rede entwickelt. Die Demokratie ist krank, sie ist alt geworden, man muss doch etwas anders finden. Das war gar kein Nazi, aber das war Leute, die auch die Demokratie getötet haben. Und deshalb bin ich natürlich ziemlich ängstlich. Haben wir aber nicht gesagt. Das muss man doch feststellen. Nee. Sondern haben nur gesagt, dass dieser schweizerische Versuch, Demokratie herzustellen, der ist gescheitert. Das heißt, nicht die Demokratie ist gescheitert. Und ich habe ausdrücklich gesagt, leider auf allen Ebenen. Das heißt, das Volk ist bequem geworden, ist zu faul geworden, sei es um in den Widerstand zu gehen oder sei es um die politischen Pflichten auf sich zu nehmen. Das Parlament ist weitgehend abhängig geworden, ist käuflich geworden, ist korrupt. Und zwar ist gezwungenerweise korrupt. Und das Dritte ist, dort, wo die Macht zu sein scheint, ist sie gar nicht. Ist das Parlament wirklich korrupt? Das ist vielleicht zu schnell gesagt. Das ist ein Kampf natürlich, ein täglicher Kampf. Und ob dieser Kampf dieses Resultat und diesen hat, das ist noch nicht klar. Aber noch ein Wort, ein wichtiges Wort für mich. Die Antworten für diese wichtigen Fragen werden die Schweizer nicht allein finden. Wir sind ein kleines Land, Max Frisch sagt, ein unbedeutendes Land, vielleicht, leider, vielleicht. Leider, müsste nicht sein. Ja, vielleicht. Aber mindestens jetzt sollen wir doch mit der anderen suchen. Budapest ist doch so nah von uns. Man spricht jeden Tag mit Passion, mit Leidenschaft über Demokratie. Man spricht nächtelang über Demokratie. Das ist doch auch unsere Freunde. Jetzt spricht man über die Demokratisierung von Europa bei der EG. Man soll wirklich jetzt die Grenzen öffnen. Und leider macht man genau den Gegenteil. Im letzten Teil dieses Passagegesprächs über den Patienten Schweizer Demokratie möchte ich weiter zu klären versuchen, woran liegt's denn? Was müsste anders sein? Die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede in den Positionen sind, denke ich, deutlich geworden. Auf der einen Seite
der fundamentale Zweifel an dem, wie es ist, auch am System. Auf der anderen Seite die Überzeugung, das System an sich tauge, es brauche lediglich Reformen. Nur wie ist das beispielsweise in der Wirtschaft? Ist wirkliche Demokratie denkbar bei undemokratischen Wirtschaftsstrukturen? Jacques Pillet? Wirtschaft und Demokratie. Ich bin einverstanden, in der Wirtschaft gibt es kaum Demokratie. Aber ist die Wirtschaft, die heutige Wirtschaft, ein Hindernis, ein ewiges Hindernis für die Demokratie? Das glaube ich nicht. Man kann immer Gegengewicht bringen. Das haben Sie mit der Kaiserauxte in Basel erlebt. Man könnte auch andere Beispiele bringen. Der politische Wille hat auch noch immer noch ein Gewicht in diesem Land. Ja, wer ihn sich leisten kann. Ja. Es gibt Lehrer, die ihn sich nicht leisten können. Nee. Sie überspringen einfach schlicht und einfach das Phänomen der Repression, weil das nicht schön ist. Und ich muss nochmal mit aller Entschiedenheit ruhig Ihnen sagen, ich sage nicht, wir müssen etwas anderes haben als die Demokratie, zum Beispiel Pinochet, sondern als der Älteste, sehr viel älter als Sie, ich plädiere für die Einführung der Demokratie und lass mir von dieser jetzt dominant vorhandenen Fassade nicht sagen, dass Sie die einzig mögliche Demokratie seien. Das ist, was ich sagen will, und dazu stehe ich. Die Einführung der Demokratie, bin ich völlig einverstanden, das ist ein täglicher Kampf. Ja, die Frage wurde angeschnitten, also Demokratie und Wirtschaft, man könnte auch sagen Demokratie und Armee. Also diese Institution, die vielleicht das gehütetste Kind des Landes ist, die Armee ist in sich selber das strikte Gegenteil von Demokratie. Das heißt, wir haben vielleicht zu viele mächtige Subsysteme, die eben nicht die immer wieder angerufene und verheißene Struktur der Demokratie überhaupt jemals angenommen haben. Und dann kommt ein Land schon so in einen Zwiespalt hinein, so dass wir dann demokratische Sonntage haben, an denen gehen wir zur Wahl, aber der Alltag ist nicht demokratisch. Die Frage für mich ist, warum sind diese ursprünglichen Grundwerte, und das war doch Gerechtigkeit, Freiheit und Solidarität oder soziale Humanität, so irgendetwas, warum ist es damit schiefgegangen? Sind die in einer Entwicklung von einem Jahrhundert oder etwas mehr? Und vor allem in der Nachkriegsentwicklung, das ist die schlimmste Zeit geworden, warum haben sich die verkehrt? Und jetzt ist mein Vorschlag nur, man würde besser sagen, dieses Experiment hier von Demokratie ist schief gegangen, es ist gescheitert. Und die Folge wäre dann, wir müssen eine andere Demokratie suchen. Das heißt nicht, wir müssen eine nicht-demokratische Staatsform suchen. Was mir Mühe macht, ist die allgemeine Tendenz, und Sie vertreten die aufs Beste, das ist die Tendenz der Beschwichtigung. Ein Patient liegt da, man sieht, dass irgendetwas fühlt er sich nicht wohl. Ich habe Ihnen das jetzt gesagt mit diesen Selbstmordraten bei den Jungen. Die Unfähigkeit, über ein schlechtes Ergebnis zu erschrecken, sondern sofort zu beschwichtigen. Warum das? Du bist auch sowohl philosophisch trostlos, wenn ich mir eine Frage nicht erlaube, und die Kraft habe, den Mut zur Angst habe, ich kann sie noch nicht sofort beantworten, wenn ich sofort sage, das kommt schon in Ordnung, das könnte mir ja in Ordnung machen, das kann. Das ist das intellektuelle Niveau, an dem nicht die Schweiz, aber die wortführende Schweiz krankt. Ich möchte eine persönliche, ehrliche und tiefe Antwort bringen, für mich selbst. Ich bin erschrocken, genau wie Sie, Max Frisch. Vor der Wirklichkeit. Ich bin erschrocken, wenn ich sehe zum Beispiel dieses Land, das Gastarbeiter annimmt, ohne Frauen und ohne Kinder. In Genf gibt es hunderte Kinder, die illegal in der Schweiz sind. Sie dürfen nicht mit ihrem Vater leben. Ich bin erschrocken. Ich bin erschrocken, wenn ich sehe, dass
ein Teil dieser Reichtum, dieser Stadt, wo ich heute bin, kommt aus dem Drogenhandel. Ich bin erschrocken. Aber als Bürger und als Journalist kann ich nicht da bleiben. Ich muss Vorschläge, ich muss Perspektive haben. Und dafür brauche ich ein Teil Optimismus. Das ist vielleicht eine philosophische Frage. Ich bin nicht optimistisch oder pessimistisch. Ich sage nur, das einzige Mittel, vorwärts zu gehen, ist Optimist zu sein. Das ist Skeptizismus und Optimismus zusammen. C'est le pari de l'optimisme. Gegen das Grundsätzliche, dass man irgendeine Hoffnung haben muss und so, da habe ich nichts einzuwenden. Natürlich muss oder sollte man Hoffnungen haben. Wir müssen ja schon so sprechen. Sollte man noch Hoffnungen haben, statt zu sagen, wir haben Hoffnungen. Aber wir wissen alle nicht, wie man die verwirklichen könnte, falls man sie verwirklichen wollte. Und das nenne ich, das meine ich nämlich mit, die Geschichte ist abhanden gekommen. Ich meine damit, die Zukunftsperspektive ist weg. Das, was uns antreibt, etwas zu tun für die Veränderung der Demokratie. In Wirklichkeit ist eine schwere Krise da, aber kein Krisenbewusstsein. Und das ist die schlimmste Form. Einverstanden. Ja, was, wenn wir Schweiz sagen, was fällt den Leuten ein, also eine Hoffnung, also eine große, gut, mit dem Wohlstand, er deckt nicht alle, ich gehöre zu den mit großem Wohlstand, rede also nicht aus zu kurz Gekommenheit, um das nochmal wieder zu sagen, da ist nicht eine große Erwartung, es ist doch typisch, dass wenn man Schweiz sagt, dass das erste ist, was fällt den Leuten zur Schweiz ein? Landesverteidigung, Schutzräume, Gesamtverteidigung. Es muss sofort zieht dieses Land den Revolver und sucht den Feind. Es hat nicht ein Projekt mehr. Und wir haben, es gab Leute in den letzten 40 Jahren, die Projekte hatten. Zum Teil sind sie dann ausgewandert oder sie sind müde geworden oder sind eines natürlichen Todes gestorben oder einfach in der Repression haben sie sich weggeschoben, nicht? Es müssen andere Leute das Sagen haben in diesem Land. Vielleicht in der Westschweiz sieht man das etwas anders. Jetzt entwickeln sich die Beziehungen zwischen Westschweiz und Franzosen ganz stark zum Beispiel. Man sieht zum Beispiel eine Regio. Man sieht doch die Vorteile einer engeren Zusammenarbeit mit der Nachbarn. Man sucht neue Wege. In den Hochschulen zum Beispiel, ich kenne sehr gut die ETH von Lausanne, dort sehe ich Wissenschaftler, die nicht nur den Profit als Ziel haben, Wissenschaftler, die wirklich Lösungen für die Gesellschaften suchen wollen. Es gibt Leute, die eine bessere Zukunft wollen und dafür etwas Konkretes machen. Ja. Aber das fände ich jetzt gut aus, was Sie sagen, zu irgendeinem nationalen Feiertag, die absolut passende Rede, wie loben wir uns selbst weiter nochmal durch ein halbes Jahrhundert durch. Da werden wir uns auf Sie berufen. Max Frisch, Sie sind jetzt sehr bitter. Ihre Bitterkeit kommt für mich am deutlichsten im Ausdruck, wo Sie von der Natur des Menschen als Kanaille sprechen. Ist das wirklich so oder war das nur eine Provokation? Na, wissen Sie, ich muss es kurz machen. Es gibt die Geschichte von Sodom und Gomorra, wo der Gott des Alten Testaments, das ist nicht unser, aber der Vorgott, der Gott zufrieden gewesen wäre, wenn in Sodom und Gomorra, ich weiß nicht, 3 oder 10 Gerechte gewesen wären und soviel ich weiß, ist Sodom und Gomorra zugrunde gegangen, weil die Mehrzahl, sage und schreibe, er kannte das französische Wort noch nicht, Kanaillen waren. Ich bin also nicht der Erste, der das befürchtet, nicht? Ferner, wenn Sie die Zeitung lesen, können nachher hinausgehen, irgendwelche Zeitung, was der Mensch dem Menschen antut, sind wir nicht da bei dem schönen Ausdruck nach dem Krieg, der Mensch ist gut, er muss gut gemacht werden, er muss jetzt ungeheuer gefährdet, nicht? Und da gibt es eben gewisse Systeme, die das sicherstellen, dass er sich nicht frei auslaufen, in einer Diktatur kann er sich frei auslaufen, diese Kanalie, bei uns sehr viel weniger und so weiter. Gut, es
Darf man nicht sagen, der Mensch ist unter anderem eine herrliche Erscheinung und er ist, kann grauenhaft sein. Muss nicht immer nur das KZ kommen, Gulag auch. Es kann kommen, was jetzt unter den Fundamentalisten passiert. Ist nicht so, dass ich, wenn Sie mir sagen, verfrischt, Sie sagen Kanaille, dass er, um Gottes Willen, ich habe niemanden beleidigen wollen. Das sind Kanaille. Er kann es sein. Ich kann es auch sein, wenn ich in die richtige Situation komme. Also ich lasse mir, das ist nicht einer meiner Vergnügungsausdrücke, die Kanaille, aber ich kann mich nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Mensch eine Kanaille sein kann und sehr oft die Gelegenheit dazu hat. Und, ja, und zwar international, überall, alles nicht. Mit dem sein kann, bin ich völlig einverstanden. Nur nicht so weit gehen, dass man ihn sozusagen definiert. Aber dass er das sein kann und dass er das in der Geschichte, vielleicht in der Geschichte der Macht, vorwiegend war. Das ist das Schlimme. In der Geschichte der Macht. Wo ist der große Politiker, der nicht ein Massenmörder war? Es gibt ganz wenige. Es gibt ganz wenige. Natürlich stehen jetzt wieder diese Unbedingtheit des Zweifels oder des Krisenbewusstseins auf der einen Seite gegenüber einem Krisenbewusstsein, das schon wieder gemildert wird durch einen gewissen geschäftigen Reformismus, wenn ich das mal so nennen darf, muss man einfach mit dieser Zerrissenheit leben, zwischen großer Ratlosigkeit, zwischen großer Aussichtslosigkeit und einem Fünkchen Hoffnung, ohne dass man nicht weiterleben kann. Gibt es angesichts des Scheiterns dieser formalen Demokratie, gibt es konkrete Ansatzpunkte, was anders zu tun? Nochmals also, die Frage jetzt an Hans Sahn und Max Frisch. Für mich ist die Vorbedingung, dass man so etwas bekommt wie ein Krisenbewusstsein. Und damit das möglich wird, braucht es halt in Gottes Namen einige Menschen, die das Schwergewicht auf diese dunklen Seiten legen und die das alles sichtbar und denkbar machen, was schiefgegangen ist. Und erst wenn das, glaube ich, die Mehrheit vielleicht mitträgt, dass da etwas schiefgegangen ist, könnte die Einsicht kommen, dass man eine neue Demokratie erfinden muss. Ich komme nicht um die Peinlichkeit herum, dass ich mich selber zitiere. Also ich dachte, ich trete zum letzten Mal öffentlich auf, das war in Solothurn vor den Schriftstellern, hieß der letzte Satz, und bei dem möchte ich bleiben, ein Aufruf zur Hoffnung ist ein Aufruf zum Widerstand. Dass wir das nicht hinnehmen, wie es jetzt ist. Wenn wir das hinnehmen weiter und darüber wedeln, so ist es hoffnungslos. Sondern der Widerstand, ich habe es vorher das Wort schon mal gesagt, ein gesitterter Widerstand, ist zum Beispiel der Widerstand, dass so eine Bagatelle, das Rotenturm, dieses Moorland, die Bauern und wir haben gesagt, muss das sein, könnt ja nicht anderswo über. Das, was Sie sagen, ist ja keine Terroristen, nicht? Wir sind ja nicht Terroristen, sondern nur der Widerstand, dass man es nicht mitmacht. Und damit den Widerstand, dass Leute den Widerstand mittragen, braucht es das Krisenbewusstsein, dass man sagt, wehr dich, sonst wird es immer schlimmer. Wehr dich, habe jetzt zum Beispiel keine Angst, das zu sagen. Öffentlich sogar, das zu sagen. Gehen wir aus dem heraus, dass Leute nicht wagen, öffentlich zu sagen, was sie vom schweizerischen Zivilschutz halten. Soweit sind wir bald. Sondern unter uns können wir sagen, was uns die Ärzte und die Wissenschaftler und die Amerikaner sagen, unter uns. Da heißt Widerstand, sagt das öffentlich. Da wird niemandem der Kopf abgeschnitten. Niemand kommt ein Schuss. Nicht? Das ist Widerstand. Das ist Widerstand. Das meine ich nämlich mit, die Geschichte ist abhanden gekommen. Ich meine damit, die Zukunftsperspektive ist weg. Das, was uns antreibt, etwas zu tun für die Veränderung der Demokratie. In Wirklichkeit ist eine schwere Krise da, aber kein Krisenbewusstsein. Und das ist die schlimmste Form. Einverstanden. Ja, was, wenn wir Schweiz sagen, was fällt den Leuten ein? Also eine Hoffnung, also eine große, gut, mit dem Wohlstand, er deckt nicht alle. Ich gehöre zu den, was mit großem Wohlstand rede, also nicht aus zu kurz Gekommenheit, um das nochmal wieder zu sagen. Da ist nicht eine große Erwartung. Es ist doch typisch, dass wenn man Schweiz sagt, dass das Erste ist, was fällt den Leuten zur Schweiz ein? Landesverteidigung, Schutzräume, Gesamtverteidigung.
muss sofort sieht dieses Land den Revolver und sucht den Feind. Es hat nicht ein Projekt mehr. Und wir haben, es gab Leute in den letzten 40 Jahren, die Projekte hatten. Zum Teil sind sie dann ausgewandert oder sie sind müde geworden oder sind eines natürlichen Todes gestorben oder einfach in der Repression haben sie sich weggeschoben, nicht? Es müssen andere Leute das Sagen haben in diesem Land. Vielleicht in der Westschweiz sieht man das etwas anders. Jetzt entwickeln sich die Beziehungen zwischen Westschweiz und Franzosen ganz stark zum Beispiel. Man sieht zum Beispiel eine Regio. Man sieht doch die Vorteile einer engeren Zusammenarbeit mit der Nachbarn. Man sucht neue Wege. In den Hochschulen zum Beispiel. Ich kenne sehr gut die ETH von Lausanne. Dort sehe ich Wissenschaftler, die nicht nur den Profit als Ziel haben. Wissenschaftler, die wirklich Lösungen für die Gesellschaften suchen wollen. Es gibt Leute, die eine bessere Zukunft wollen und dafür etwas Konkretes machen. Ja, aber das fände ich jetzt gut, alles, was Sie sagen, für irgendeinen nationalen Feiertag die absolut passende Rede. Wie loben wir uns selbst weiter nochmal durch ein halbes Jahrhundert durch? Da werden wir uns auf Sie berufen. Max Frisch, Sie sind jetzt sehr bitter. Ihre Bitterkeit kommt für mich am deutlichsten im Ausdruck, wo Sie von der Natur des Menschen als Kanaille sprechen. Ist das wirklich so oder war das für Sie oder war das nur eine Provokation? Na, wissen Sie, ich muss es kurz machen. Es gibt die Geschichte von Sodom und Gomorra, wo der Gott des Alten Testaments, das ist nicht unser, aber der Vorgott, der Gott zufrieden gewesen wäre, wenn in Sodom und Gomorra, ich weiß nicht, drei oder... Gegangen, es ist gescheitert. Und die Folge wäre dann, wir müssen eine andere Demokratie suchen. Das heißt nicht, wir müssen eine nicht-demokratische Staatsform suchen. Was mir Mühe macht, ist die allgemeine Tendenz, und Sie vertreten die aufs Beste, das ist die Tendenz der Beschwichtigung. Ein Patient liegt da, man sieht, dass irgendetwas fühlt er sich nicht wohl. Ich habe Ihnen das jetzt gesagt mit diesen Selbstmordraten bei den Jungen. Die Unfähigkeit, über ein schlechtes Ergebnis zu erschrecken, sondern sofort zu beschwichtigen. Warum das? Du bist auch sowohl philosophisch trostlos, wenn ich mir eine Frage nicht erlaube, und die Kraft habe, den Mut zur Angst habe, ich kann sie noch nicht sofort beantworten, wenn ich sofort sage, das kommt schon in Ordnung, das könnte mir ja in Ordnung machen, das kann. Das ist das intellektuelle Niveau, an dem nicht die Schweiz, aber die wortführende Schweiz krankt. Ich möchte eine persönliche, ehrliche und tiefe Antwort bringen, für mich selbst. Ich bin erschrocken, genau wie Sie, Max Frisch. Vor der Wirklichkeit. Ich bin erschrocken, wenn ich sehe zum Beispiel dieses Land, das Gastarbeiter annimmt, ohne Frauen und ohne Kinder. In Genf gibt es hunderte Kinder, die illegal in der Schweiz sind. Sie dürfen nicht mit ihrem Vater leben. Ich bin erschrocken. Ich bin erschrocken, wenn ich sehe, dass ein Teil dieser Reichtum, dieser Stadt, wo ich heute bin, kommt aus dem Drogenhandel. Ich bin erschrocken. Aber als Bürger und als Journalist kann ich nicht da bleiben. Ich muss Vorschläge, ich muss Perspektive haben. Und dafür brauche ich ein Teil Optimismus. Das ist vielleicht eine philosophische Frage. Ich bin nicht optimistisch oder pessimistisch. Ich sage nur, das einzige Mittel, vorwärts zu gehen, ist Optimist zu sein. Das ist Skeptizismus und Optimismus zusammen. C'est le pari de l'optimisme. Gegen das Grundsätzliche, dass man irgendeine Hoffnung haben muss und so, da habe ich nichts einzuwenden. Natürlich muss oder sollte man Hoffnungen haben. Wir müssen ja schon so sprechen, sollte man noch Hoffnungen haben, statt zu sagen, wir haben Hoffnungen. Aber wir wissen alle nicht, wie man die verwirklichen könnte.
falls man sie verwirklichen wollte. Und Dichtung hat eine ganz kleine demokratische Komponente. Und das hat zur Folge, ja, dass, was soll man sich erwünschen? Dass es besser geht, dass es finanziell besser geht. Das heißt, die Demokratie verkommt von einer eigentlich politischen Demokratie zu einer Art der Wirtschaftsdemokratie, die sie aber vielleicht von Anfang an war, wie sie gegründet worden ist. Und das ist das Heikle, dass halt Freiheit vielleicht Handelsfreiheit geheißen hat, ursprünglich. Und dass halt der politische Traum, der Traum vom Reichtum war. Und dass also die ganze Werthaltigkeit dieser Demokratie ein bisschen leer ist. Jetzt Max Frisch. Sie hören die Passage 2, heute Max Frisch im Gespräch mit Jacques Billet und Hans Sarner über Demokratie im Verfall. Ja, heißt Freiheit nur Handelsfreiheit? Besteht der Erfolg der Demokratie, wie Peter Bixel geschrieben hat, besteht er nur darin, dass jeder Bürger das Recht hat, reich zu werden? Das Beispiel von der Gondel zuvor scheint mir treffend. Wie den Betrunkenen in der schaukelnden Gondel mangelt es doch den Mächtigen hier am Bewusstsein für die realen Gefahren, welche dem Leben drohen, seien es die ökologischen Großrisiken, sei es das Vernichtungspotenzial der modernen Rüstung. Was bedeutet das aber, wenn die Mächtigen blind bleiben? Leider juckt Radioaktivität nicht, sagt der Soziologe Ulrich Beck. Ist bei solcher Blindheit der Mächtigen und der schweigenden Mehrheit, ist da Ratlosigkeit und Resignation vielleicht unausweichlich, Hans Sarner? Sofern die Minderheit passiv bleibt. Aber sie könnte ja auch aktiv werden. Das heißt, sie könnte ja zu Strategien des Widerstands übergehen. Wir hatten ein ganz gutes Beispiel in der Nähe von Basel, Kaiser Augst. Es ist gar keine Frage, dass sehr lange Zeit die Mächtigen und ausnahmslos alle für das AKW Kaiser Augst war. Und das Kapital hat sich wirklich darum herum versammelt und es konnte sich nicht durchsetzen. Warum? Die Minderheit ist aktiv geworden, bewusst geworden und ist schließlich mehrheitsfähig geworden, zumindest in der Region. Und dann haben die scheinbar Stärkeren doch schließlich aufgegeben. Also das scheint mir wichtig zu sein, ob die Minderheit rein passiv ist, erleidend, oder ob sie aktiv wird. Ich möchte auf das nochmal zurückkommen, was Sie sagten. Was ist das große Ziel, was uns vereint? Das ist bei mir ein Fragen haben, formuliert Max Frisch zunächst noch einmal seine Fragen. Wer in unserer Gegend aufgewachsen ist, gleichgültig in welcher Steuerklasse, weiß, dass wir Demokratie haben. In der Volksschule ist man sogar überzeugt, die Demokratie sei am Vierwaldstättersee erfunden worden. Was jedenfalls die Demokratie ausmacht. Es ist die Mehrheit, die entscheidet. Die Minderheit hat sich zu fügen, aber sie behält das Stimmrecht und somit die Freiheit. Das weiß ich, seit ich hören kann. Was die Schweiz betrifft, so haben wir nicht nur eine Demokratie wie andere, sondern die direkte Demokratie. Nicht bloß Wahlen, sondern Abstimmungen, Jahr rein und Jahr raus. Dazu die Volksinitiative und das Referendum. Und jeder rechte Schweizer ist stolz darauf, dass wir so etwas vorzuführen haben. Demokratie als Urnenvolksspiel. Wenn wir als kritische Schweizer verwiesen werden auf den real existierenden Sozialismus, der gemessen an der Sozialismus-Utopie eine Misere ist, und das wissen wir nicht bloß aus der bürgerlichen Presse, sondern aus eigener Besichtigung, eine Misere, ja, grau und trostlos. Ich meine, man kann nicht sprechen von dem real existierenden Sozialismus einerseits und unsererseits von Demokratie als Plakat, als Folklore und so weiter. Das bringt uns keine Einsichten. Sondern wir haben auch unsererseits zu sprechen von der real existierenden Demokratie nach bürgerlicher Art. Nicht zu sprechen also wie zu irgendeiner Feierstunde irgendein Bundesrat, der, als sei er noch nie einer Lobby begegnet, das Volk unumwunden als souverän bezeichnet. Und der Souverän
beklatscht sich dazu. Die Frage, die ich Ihnen unterbreiten möchte, weil sie mich ratlos macht, ist grundsätzlich die gleiche Frage, wie sie sich im Hinblick auf die Misere des real existierenden Sozialismus stellt. Dort heißt sie: Ist die Misere dort nur die Folge eines temporären Versagens, sozusagen ein lokalhistorisches Happening, Stalin, oder ist sie zwangsläufig? Was heißen würde, dass die Sozialismus-Utopie, ausgesetzt der menschlichen Natur, also der Kanaille, die der Mensch wohl sein kann, immer und überall scheitern muss. Das gilt für viele als ausgemacht. Die grundsätzliche Frage an uns: Kann unsere Demokratie-Utopie, ausgesetzt der menschlichen Natur, also der Kanaille, die der Mensch in der Mehrheit ist, zu etwas anderem führen als zu der real existierenden Demokratie der Lobbys? Ratlosen, nämlich, dass wir hierzulande Demokratie haben. Nur, wie schaut sie aus in Wirklichkeit? Die unbequemen Fragen des radikalen Demokraten Frisch. Er hat sie zunächst an einer Veranstaltung in Boswil gestellt, danach in der Autorenzeitschrift Einspruch publiziert. Dort wurden sie ergänzt um Antworten anderer Autorinnen und Autoren, wie Peter Bixel, Hartmut von Hentig oder Dorothee Sölle. Diese Fragen, diese Debatte, greift die Passage 2 jetzt auf. Sie hören Max Frisch im Gespräch mit Jacques Billet und mit Hans Sahne. Der Westschweizer Journalist Jacques Billet ist Chefredaktor des Wochenmagazins Lepto, das immer wieder mit gut recherchierten Geschichten die Kreise der Mächtigen hartnäckig stört. Zuletzt etwa im Fall der Bundesrätin Kopp und im Fall von Bundesanwalt Gerber. Der Basler Philosoph Hans Sahner befasst sich seit Jahren mit dem Verfall der Demokratie, wie er es nennt, und mit den Konsequenzen für die kritische Bürger bei uns. Zur Exposition, sozusagen als Knochen, an dem wir dann zu nagen haben, formuliert Max Frisch zunächst noch einmal seine Fragen. Wer in unserer Gegend aufgewachsen ist, gleichgültig in welcher Steuerklasse, weiß, dass wir Demokratie haben. In der Volksschule ist man sogar überzeugt, die Demokratie sei am Vierwaldstättersee erfunden worden. Was jedenfalls die Demokratie ausmacht: Es ist die Mehrheit, die entscheidet. Die Minderheit hat sich zu fügen, aber sie behält das Stimmrecht und somit die Freiheit. Das weiß ich, seit ich hören kann. Was die Schweiz betrifft, so haben wir nicht nur eine Demokratie wie andere, sondern die direkte Demokratie, nicht bloß Wahlen, sondern Abstimmungen, Jahr rein und Jahr raus, dazu die Volksinitiative und das Referendum, und jeder rechte Schweizer ist stolz darauf, dass wir so etwas vorzuführen haben. Demokratie als Urnenvolksspiel. Wenn wir als kritische Schweizer verwiesen werden auf den real existierenden Sozialismus, der gemessen an der Sozialismus-Utopie eine Misere ist, und das wissen wir nicht bloß aus der bürgerlichen Presse, sondern aus eigener Besichtigung. Eine Misere, ja, grau und trostlos. Ich meine, man kann nicht sprechen von dem real existierenden Sozialismus einerseits und unsererseits von Demokratie als Plakat, als Folklore und so weiter. Das bringt uns keine Einsichten. Sondern wir haben auch unsererseits zu sprechen von der real existierenden Demokratie nach bürgerlicher Art. Nicht zu sprechen also wie zu irgendeiner Feierstunde irgendein Bundesrat, der, als sei er noch nie einer Lobby begegnet, das Volk unumwunden als souverän bezeichnet. Ein Forum bauen, miteinander redet. Als ich zum ersten Mal aus dem Ostland zurückkam, das war im Jahr 48, konnte ich hier nicht reden mit jemand, öffentlich schon gar nicht. Ich konnte in Colorado, USA. Weil die fragten, wie ist das in Polen? Sag ich, das weiß ich nicht, aber sehr schwierig, so und so. Dieses könnte reicht mir nicht, wenn nicht etwas geschieht. Wir können nicht immer, und auch höre auch nicht immer gern, dass wir ein kleines Land sind, sagen wir dann mal, wir sind ein unbedeutendes Land. Dann kommen wir der Wahrheit näher. Die Größe hat ja damit nicht so viel zu tun. Warum ist das verpasst worden? Und was wir jetzt reden, was ich rede, hat eine gewisse Ungerechtigkeit, die ich nicht will. Die Schweiz. Die Schweiz. Ich habe da vorhin in den Vorfragen ein bisschen gesagt, wer regiert die Schweiz und wem gehört die Schweiz? Wer bestimmt die Schweiz? Wenn da etwas geändert würde,
Oh, könnten wir uns vielleicht auf ein Ziel einigen? Wir hätten so, wir sehen Europa, alles. Und aber wir können es nicht, solange diese Art Demokratie als Demokratie vorgeführt wird und im Allgemeinen fast ohne Brechschaden läuft. Wir reden immer über die Schweiz, wir reden über zwei verschiedene Schweizen. Sie sind herausgefordert, Chapelet. Ja, wem gehört die Schweiz? Die Frage wurde klargestellt und man hat schon ein paar gute Antworten bekommen in der letzten Zeit. Aber meine Frage wäre, sind die Bürger, die bescheidenen Bürger mit dieser Ordnung einverstanden oder nicht? Und warum ist die Schweizer Bevölkerung so konservativ? Das ist die Grundfrage. Wir hätten doch die Möglichkeit, gesetzlich eine andere Wirtschaft zu organisieren, wenn wir das wollen. Wir haben alle Mittel in der Hand, dank der Demokratie. Aber wir wollen das nicht, weil wir befürchten, dass wir vielleicht morgen schlimmer, nicht so gut leben. Und das ist immer dieser Konflikt zwischen die materiellen Werte und andere Werte. Und man muss nicht in dieser Problematik als Gefangene bleiben. Man muss doch einen Schritt weiter machen und man soll doch eine Zukunft zusammen zu suchen. Natürlich mit Widersprüche, mit Konflikte, mit scharfer Diskussion. Aber man soll dieses Ziel suchen. Sonst. Ja, wir sind ja dran, das zu suchen. Wir sind ja dran, und dass die Leute sagen, zufrieden sind, das gibt sicher eine ganz große Presse, die uns das klar macht. Auch in dieser Presse steht manchmal plötzlich eine Notiz. Die habe ich mir sogar eingeprägt. Die heißt, Selbstmord ist ein Drittel der Todes. Heutige Wirtschaft ein Hindernis, ein ewiges Hindernis für die Demokratie. Das glaube ich nicht. Man kann immer Gegengewicht bringen. Das haben Sie mit der Kaiserauxt in Basel erlebt. Man könnte auch andere Beispiele bringen. Der politische Wille hat auch noch immer noch ein Gewicht in diesem Lande. Ja, wer ihn sich leisten kann. Ja. Es gibt Lehrer, die ihn sich nicht leisten können. Sie überspringen einfach schlicht und einfach das Phänomen der Repression, weil das nicht schön ist. Und ich muss nochmal mit aller Entschiedenheit ruhig Ihnen sagen, ich sage nicht, wir müssen etwas anderes haben als die Demokratie, zum Beispiel Pinochet, sondern als der Älteste, sehr viel älter als Sie, ich plädiere für die Einführung der Demokratie und lass mir von dieser jetzt dominant vorhandenen Fassade nicht sagen, dass Sie die einzig mögliche Demokratie seien. Das ist, was ich sagen will, und dazu stehe ich. Die Einführung der Demokratie bin ich völlig einverstanden. Das ist ein täglicher Kampf. Ja, die Frage wurde angeschnitten. Also Demokratie und Wirtschaft. Man könnte auch sagen Demokratie und Armee. Also diese Institution, die vielleicht das gehütetste Kind des Landes ist, die Armee ist in sich selber das strikte Gegenteil von Demokratie. Das heißt, wir haben vielleicht zu viele mächtige Subsysteme, die eben nicht die immer wieder angerufene und verheißene Struktur der Demokratie überhaupt jemals angenommen haben. Und dann kommt ein Land schon so in einen Zwiespalt hinein, so dass wir dann demokratische Sonntage haben, an denen gehen wir zur Wahl, aber der Alltag ist nicht demokratisch. Die Frage für mich ist, warum sind diese ursprünglichen Grundwerte, und das war doch Gerechtigkeit, Freiheit und Solidarität oder soziale Humanität, so irgendetwas. Warum ist es damit schiefgegangen? Sind die in einer Entwicklung von einem Jahrhundert oder etwas mehr? Und vor allem in der Nachkriegsentwicklung, das ist die schlimmste Zeit geworden, warum haben sich die verkehrt? Und jetzt ist mein Vorschlag nur, man würde besser sagen, dieses Experiment hier von Demokratie ist schief gegangen, es ist gescheitert. Und die Folge wäre dann, wir müssen eine andere Demokratie suchen. Das heißt nicht, wir müssen eine nicht demokratische Staatsform suchen. Was mir Mühe macht,
ist die allgemeine Tendenz, und Sie vertreten die aufs Beste, das ist die Tendenz der Beschwichtigung. Ein Patient liegt nicht wie in der Schule, Mehrheit hat Recht, Mehrheit. Das müsste man nun auf der höheren Ebene, ich komme so mit einfachen Beispielen. Das Beispiel zeigt deutlich, die Demokratie kann leben nur, wenn die Mehrheit die Meinung der Minderheit in Betracht nimmt, natürlich, und ehrlich in Betracht nimmt. Sonst kommt die Macht der Arroganz, wie Sie sagen, und die Art der Verhältnisse, der Beziehungen zwischen Mehrheit und Minderheit ist so wichtig wie die Macht selbst. Ja, ich würde auch sagen, dass es entscheidend ist, also dass sich die Demokratie das Mehrheitsprinzip zulegt, heißt nicht, dass sie eine Mehrheitsdiktatur durchspielt, sondern dass sie die Mehrheit dazu bringen möchte, dass sie gewillt ist, auf Minderheiten Rücksicht zu nehmen. Das ist der Punkt. So, dass also ein Zusammenleben eben mit der Minderheit einer anderen Nationalität oder Sprachgruppe eigentlich auch aus dem Willen der Mehrheit heraus möglich sein sollte. Nun sind die Beispiele, die Max Frisch gebracht hat, also gleichsam auf den Sinn hinterfragt, natürlich noch anderer Art. Und das ist das, es könnte durchaus sein, dass die eigentlich einflussreichen, ob es nun die vielen oder die wenigen seien, eine wahnsinnige Politik betreiben, im Grunde genommen, und die Mittel finden, sie mehrheitsfähig zu machen oder so minderheitsfähig zu halten, dass sie sich dennoch durchsetzen können, obwohl sie nicht in Wahrheit die Mehrheit erreichen. Was kann man gegen die Wiedervernunft in der Politik tun? Das scheint mir nun, das scheint mir nun sehr heiß, diese Frage. So wie Sie es jetzt machen, also als Wunschvorstellung, mit der gehe ich voll und ganz mit, sagen wir mal, eine weise Mehrheit. Ja. Eine Mehrheit, die die Qualität vom Le Bon Pense hat. Ja. Nee? Dass diese Mehrheit, die auch sagt, und nicht nur, weil sie Angst hat, dass die vielleicht den Verkehr stören, die Minderheit, oder nicht gut arbeiten, also nicht aus direktem Interesse, sondern weil sie sich richtig verbindlich verantwortlich fühlen für das Gemeinwohl, nicht? Ja. Und also auch von sich aus bereit sind, jetzt wir Raucher verzichten jetzt auf dieses Vergnügen, was wir haben, denn sonst geht's überhaupt nicht. Also das ist also die Kultiviertheit der Mehrheit. Und dort kommen wir dann sehr bald zu der Frage, also wenn wir das erreichen und anstreben, das müssen wir anstreben, gut, wenn wir das nicht... Sondern, dass sie die Mehrheit dazu bringen möchte, dass sie gewillt ist, auf Minderheiten Rücksicht zu nehmen. Das ist der Punkt. So, dass also ein Zusammenleben eben mit der Minderheit einer anderen Nationalität oder Sprachgruppe eigentlich auch aus dem Willen der Mehrheit heraus möglich sein sollte. Nun sind die Beispiele, die Max Frisch gebracht hat, also gleichsam auf den Sinn hinterfragt, natürlich noch anderer Art. Und das ist das, es könnte durchaus sein, dass die eigentlich einflussreichen, ob es nun die vielen oder die wenigen seien, eine wahnsinnige Politik betreiben, im Grunde genommen, und die Mittel finden, sie mehrheitsfähig zu machen, oder so minderheitsfähig zu halten, dass sie sich dennoch durchsetzen können, obwohl sie nicht in Wahrheit die Mehrheit erreichen. Was kann man gegen die Wiedervernunft in der Politik tun? Das scheint mir nun, das scheint mir nun sehr heiß, diese Frage. So wie Sie es jetzt machen, also als Wunschvorstellung, mit der gehe ich voll und ganz mit, sagen wir mal, eine weise Mehrheit. Ja. Eine Mehrheit, die die Qualität vom Le Bon Pense hat. Ja. Nee? Dass diese Mehrheit, die auch sagt, und nicht nur, weil sie Angst hat, dass die vielleicht den Verkehr stören, die Minderheit, oder nicht gut arbeiten, also nicht aus direktem Interesse, sondern weil sie sich richtig verbindlich verantwortlich fühlen für das Gemeinwohl, nicht? Ja. Und also auch von sich aus bereit sind, jetzt
wir Raucher verzichten jetzt auf dieses Vergnügen, was wir haben, denn sonst geht's überhaupt nicht. Also das ist also die Kultiviertheit der Mehrheit. Und dort kommen wir dann sehr bald zu der Frage, also wenn wir das erreichen und anstreben, das müssen wir anstreben, gut, wenn wir das nicht erreichen, sondern wenn wir eine Mehrheit haben, die sich nur noch herstellen lässt durch eine irrsinnige PR-Aktion des Geldes, und das ist heute der Fall, dieser Mehrheit können Sie nicht diese sittliche Attitüde erwarten. Sagt ihr? Um diese gute Beziehung zwischen Mehrheit und Minderheit zu haben, brauchen wir natürlich auch vielleicht gemeinsame Werte, trotz der verschiedenen Meinungen. Und die Grundfrage für mich ist, wo sind diese gemeinsamen grundsätzlichen Werte in unserem Land? Das ist vielleicht die wichtigste Frage. Man könnte darüber sprechen in der Hinsicht Roman Tessinois Suisse Allemand, aber man könnte natürlich das Rolle für die Entwicklung dieser Gemeinschaft spielen. Ja, ja, dieser Subjunktiv, dieser Konjunktiv, wir könnten, jetzt spreche ich bewusst als Großvater, der diese Hoffnung als erwachsener Mensch, als Architekt und Schriftsteller und Intellektueller artikuliert hat, nicht als einziger, so ungefähr im Jahr 45. Das ist ein ziemliches halbes Jahrhundert her. Könnte, wäre möglich. Als das war, als es darum ging, zwischen den beiden sich trennenden Weltmächten, die uns gerettet haben, der Kalte Krieg kam, so war die Schweiz voran. All die armen Leute bei uns, die nicht in Stalingrad hatten fallen dürfen, waren jetzt die Helden im Kalten Krieg. Dass die, was sie hätten können, ein Forum bauen, miteinander redet. Als ich zum ersten Mal aus dem Ostland zurückkam, das war im Jahr 48, konnte ich hier nicht reden mit jemand, öffentlich schon gar nicht. Ich konnte in Colorado, USA. Weil die fragten, wie ist das in Polen? Sag ich, das weiß ich nicht, aber sehr schwierig. So und so. Dieses könnte reicht mir nicht, wenn nicht etwas geschieht. Wir können nicht immer, und auch, höre auch nicht immer gern, dass wir ein kleines Land sind, sagen wir dann, Mann, wir sind ein unbedeutendes Land. Dann kommen wir der Wahrheit näher. Die Größe hat ja damit nicht so viel zu tun. Warum ist das verpasst worden? Und was wir jetzt reden, was ich rede, hat eine gewisse Ungerechtigkeit, die ich nicht will. Die Schweiz. Die Schweiz. Ich habe davor in den Vorfragen ein bisschen gesagt, wer regiert die Schweiz und wem gehört die Schweiz? Wer bestimmt die Schweiz? Wenn da etwas geändert würde, oh, könnten wir uns vielleicht auf ein Ziel einigen? Wir hätten so, wir sehen Europa, alles. Und aber wir können es nicht, solange diese Art Demokratie als Demokratie vorgeführt wird und im Allgemeinen fast ohne Brechschaden läuft. Wir reden immer über die Schweiz, wir reden über zwei verschiedene Schweizen. Sie sind herausgefordert, Jacques. Ja, wem gehört die Schweiz? Die Frage wurde klargestellt und man hat schon ein paar gute Antworten bekommen in der letzten Zeit. Aber meine Frage wäre, sind die Bürger, die bescheidenen Bürger mit dieser Ordnung einverstanden oder nicht? Und warum ist die Schweizer Bevölkerung so konservativ? Das ist die Grundfrage. Wir hätten doch die Möglichkeit, gesetzlich eine andere Wirtschaft zu organisieren, wenn wir das wollen. Wir haben alle Mittel in der Hand, dank der Demokratie. Aber wir wollen das nicht, weil wir befürchten, dass wir vielleicht morgen schlimmer, nicht so gut. Sie hier auch, nicht? Den trifft es total und die anderen trifft es nicht total. Also so einfach geht's nicht wie in der Schule. Mehrheit hat Recht, Mehrheit. Das müsste man nun auf der höheren Ebene, ich komme so mit einfachen Beispielen. Das Beispiel zeigt deutlich, die Demokratie kann leben nur, wenn die Mehrheit die Meinung der Minderheit in Betracht nimmt, natürlich, und ehrlich in Betracht nimmt. Sonst kommt die Macht der Arroganz, wie Sie sagen. Und die Art der Verhältnisse, der Beziehungen zwischen Mehrheit und Minderheit ist so wichtig wie die Macht selbst. Ja, ich würde auch sagen, dass es entscheidend ist, also dass sich die Demokratie, das Mehrheitsprinzip, zulegt,
heißt nicht, dass sie eine Mehrheitsdiktatur durchspielt, sondern dass sie die Mehrheit dazu bringen möchte, dass sie gewillt ist, auf Minderheiten Rücksicht zu nehmen. Das ist der Punkt. So, dass also ein Zusammenleben eben mit der Minderheit einer anderen Nationalität oder Sprachgruppe eigentlich auch aus dem Willen der Mehrheit heraus möglich sein sollte. Nun sind die Beispiele, die Max Frisch gebracht hat, also gleichsam auf den Sinn hinterfragt, natürlich noch anderer Art. Und das ist das, es könnte durchaus sein, dass die eigentlich einflussreichen, ob es nun die vielen oder die wenigen seien, eine wahnsinnige Politik betreiben, im Grunde genommen, und die Mittel finden, sie mehrheitsfähig zu machen oder so minderheitsfähig zu halten, dass sie sich dennoch durchsetzen können, obwohl sie nicht in Wahrheit die Mehrheit erreichen. Was kann man gegen die Wiedervernunft in der Politik tun? Das scheint mir nun, das scheint mir sehr heiß, diese Frage. So wie Sie es jetzt machen, also als Wunschvorstellung, und mit der gehe ich voll und ganz mit, sagen wir mal, eine weise Mehrheit. Ja. Eine Mehrheit, die die Qualität vom Le Bon Pense hat. Ja. Das ist dass diese Mehrheit, die auch sagt, und nicht nur, weil sie Angst hat, dass die vielleicht den Verkehr stören, die Minderheit, oder nicht gut arbeiten, also nicht aus direktem Interesse, sondern weil sie sich richtig verbindlich verantwortlich fühlen für das Gemeinwohl, nicht? Ja. Und also auch von sich aus bereit sind, jetzt wir Raucher verzichten jetzt auf dieses Vergnügen, was wir haben, denn sonst geht's überhaupt nicht. Also das ist also die Kultiviertheit der Mehrheit. Und dort kommen wir dann sehr bald zu der Frage, also wenn mir da der Gott zufrieden gewesen wäre, wenn in Sodom und Gomorra, ich weiß nicht, 3 oder 10 Gerechte gewesen wären, und so viel ich weiß, ist Sodom und Gomorra zugrunde gegangen, weil die Mehrzahl, sage und schreibe, er kannte das französische Wort noch nicht, Kanalien waren. Bin also nicht der Erste, der das befürchtet, nicht? Ferner, wenn Sie die Zeitung lesen, können nachher hinausgehen, irgendwelche Zeitung, was der Mensch dem Menschen antut, ist, sind wir nicht da bei dem schönen Ausdruck nach dem Krieg, der Mensch ist gut, er muss gut gemacht werden, er muss jetzt ungeheuer gefährdet, nicht? Und da gibt es eben gewisse Systeme, die das sicherstellen, dass er sich nicht frei auslaufen, in einer Diktatur kann er sich frei auslaufen, na, diese Kanalie, bei uns sehr viel weniger und so weiter. Gut, es darf man nicht sagen, der Mensch ist unter anderem eine herrliche Erscheinung und er kann grauenhaft sein. Muss nicht immer nur das KZ kommen, Gulag auch. Es kann kommen, was jetzt unter den Fundamentalisten passiert. Ist nicht so, dass ich, wenn Sie mir sagen, verfrischt, Sie sagen Kanaille, dass er, um Gottes Willen, ich habe niemanden beleidigen wollen. Das sind Kanaille. Er kann es sein. Ich kann es auch sein, wenn ich in die richtige Situation komme. Also ich lasse mir, das ist nicht einer meiner Vergnügungsausdrücke, die Kanaille, aber ich kann mich nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Mensch eine Kanaille sein kann und sehr oft die Gelegenheit dazu hat. Und zwar international, überall, alles nicht. Mit dem Sein kann, bin ich völlig einverstanden. Nur nicht so weit gehen, dass man ihn sozusagen definiert. Aber dass er das sein kann und dass er das in der Geschichte, vielleicht in der Geschichte der Macht, vorwiegend war. Das ist das Schlimme. In der Geschichte der Macht. Wo ist der große Politiker, der nicht ein Massenmörder war? Es gibt ganz wenige. Natürlich stehen jetzt wieder diese Unbedingtheit des Zweifels oder des Krisenbewusstseins auf der einen Seite gegenüber einem Krisenbewusstsein, das schon wieder gemildert wird durch einen gewissen geschäftigen Reformismus, wenn ich das mal so nennen darf, muss man einfach mit dieser Zerrissenheit leben, zwischen großer Ratlosigkeit, zwischen großer Aussichtslosigkeit und einem Fünkchen Hoffnung, ohne dass man nicht weiterleben kann. Gibt es angesichts des Scheiterns dieser formalen Demokratie, gibt es konkrete Ansatzpunkte, was anders zu tun? Nochmals die Frage jetzt an Hans-Arne und Max Frisch. Für mich ist die Vorbedingung, dass man so etwas bekommt wie ein Krisenbewusstsein.
Und damit das möglich wird, braucht es halt in Gottes Namen einige Menschen, die das Schwergewicht auf diese dunklen Seiten legen und die das alles sichtbar und denkbar machen. Das ist ein Titel von Hans Jenny, ein nützliches Buch und wenig verbreitet. Mögen wir denn wissen, wer uns regiert? Ein folgender Titel von Hans Jenny macht neugieriger, obschon es im Grunde genau dieselbe Frage ist. Wem gehört die Schweiz? Zum Beispiel, 0,5% der Schweizer besitzt die Hälfte des versteuerten Gesamtvermögens. Das heißt, von 200 Eidgenossen besitzt ein Eidgenosse so viel wie die 199 anderen. Oder unter 10 Eidgenossen ist es ein Eidgenosse, der 80% der Immobilien besitzt. Demokratie, ein Traum. Ich erinnere mich, wie ich als Gymnasiast neben dem Pult zu stehen und den Vers vorzulesen hatte, Mehrheit ist der Unsinn. Und weiter, Verstand ist stets bei wenigen nur gewesen. Ich war empört, Klassiker hin oder her, und wurde dann belehrt, das sage ja nicht Friedrich Schiller, der uns den Tell so bühnenwirksam vermacht hat, nein, sondern es ist ein Fürst, der so redet, ein Zarenhöfling. Das musste ich einsehen, aber solche Verse verletzten ein Tabu in mir, und es blieb, als ich mich widersetzen durfte, meine Empörung als Schweizer über den Satz, Mehrheit ist der Unsinn. Wieso eigentlich entscheidet die numerische Mehrheit? Das halte ich heute für eine anständige Frage. Wieso hat die Mehrheit denn Recht? Einmal angenommen, es sei die Mehrheit, die tatsächlich entscheidet, etwa über Rüstung oder in der Wirtschaft überhaupt. Weiß denn die Mehrheit, worüber sie zu entscheiden hat? Wer unterrichtet sie, das heißt, wer hat die Medienkonzerne, um sie zu unterrichten? Zum Beispiel vor der Abstimmung über eine Bankeninitiative, die das schweizerische Bankgeheimnis vorsichtig in Frage stellt, oder vor einer Abstimmung über Mieterschutz, oder vor der Abstimmung über eine Volksinitiative gegen Bodenspekulation und so fort. Einerseits die Mehrheit zu entthronen, und sei es auch bloß gedanklich, nämlich durch den Zweifel, ob denn die Mehrheit richtiger für das Gemeinwohl entscheide als eine Minderheit, führt natürlich auf einen sehr gefährlichen Grat. Abgrund links und Abgrund rechts, ich weiß. Links die Einheitspartei im Namen des Volkes, das sie entmündigt, rechts jede Art von Militärjunta. Andererseits, indem wir uns jeden Zweifel